Guten Morgen, grüßt euch, servus. Schöne Grüße aus dem Wald. Ich bin schon seit dem frühen Morgen unterwegs, es hat 2 Grad minus, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt wird es langsam ein bisschen angenehmer, ein bisschen wärmer, das ist wunderbar. Ja, heute habe ich folgendes Thema für euch, und zwar mache ich heute einen Loadout. Und zwar ein Loadout mit einfach Equipment, was ich für eine Übernachtung in dieser Jahreszeit dabei habe. Ich mache einmal im Jahr circa ein Loadout, damit sie auch die Entwicklung seht, wie er mich weiterentwickelt. Es ist ja immer ein Entwicklungsprozess. Man optimiert seine Ausrüstung und so weiter und so fort. Und da habe ich halt einfach die Ausrüstung eine da in den Rucksack, wo sie für Übernachtungstour mit dabei habe. Und da will ich kurz ein paar Worte sagen dazu, Stück für Stück. Eigentlich wollte ich ja eine Jahresabschlussrede halten, aber ja, die habe ich jetzt ein bisschen verschoben. Es gibt dann eine Neujahrsansprache. Da will ich einfach ein bisschen mitteilen, meine Abonnenten, was sich so ändern wird und was gleich bleibt und wie es ausschaut bei mir. Die kommt dann gleich im neuen Jahr. Ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich einmal an. Ich will jetzt da einfach ein bisschen das Equipment hinlegen und das Ganze ein bisschen erklären, was ich so dabei habe, warum ich es dabei habe und wie das Ganze dann auch unten alles verlinken. Da könnt ihr euch die ganzen Artikel genauer anschauen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video Loadout 2019. Ja, dann würde ich jetzt einmal sagen, fangen wir mit dem ersten an. Und zwar, ihr seht meinen Rucksack. Ich nutze in den Wintermonaten überwiegend den Savotta Grenzjäger, weil der ist ja schön erweiterbar, das wissen wir ja, hat ein gutes Tragesystem, hat ein sehr gutes Maulsystem, von dem her kann man sehr viel Ausrüstung dranhängen, und der bietet sich einfach für die Jahreszeit gut an, weil man da ein bisschen einen voluminöseren Rucksack braucht, weil man ja einen großen Schlafsack dabei hat, einen Winterschlafsack, und man hat ein bisschen mehr Equipment dabei wie im Sommer. Im Sommer bin ich ja überwiegend mit einem Jäger 2 unterwegs, das wisst ihr ja. Ich habe gar nicht mehr so viele Rucksäcke, sondern nutze überwiegend die 2, weil es mir einfach sehr gut lingert und weil ich sehr gut zurechtkomme damit. Das ist, wie gesagt, mein Rucksack, und jetzt packen wir ihn einmal aus. Ja, ich habe jetzt meine Felle ausgelegt. Das kann ich euch empfehlen. Ich habe hier einmal ein Kuhfell und ein Ziegenfell. Ich will mir noch weitere Felle jetzt anschaffen, weil die einfach sehr praktisch sind. Gerade im Winter mit der ganzen Bodennässe und so ist natürlich ein Fell perfekt. Man hat auch wirklich dann eine schöne Sitzgelegenheit. Man kann auch Schlaffer drauf, was ich auch öfter mache. Und es schaut einfach auch gut aus. Das fördert einfach das ganze Ambiente, wenn man draußen ist. Ich finde, so Tierfälle sind wirklich schön. Gefällt mir ganz gut. Ja, und ihr seht es am Rucksack, ist natürlich bei den Grenzjäger, auch beim Jäger 2, die Seitenbefestigungen, die verstellbaren, sind perfekt geeignet dafür, dass man da Felle befestigt. Und auf der anderen Seite seht ihr, ich habe hier meine Heringe drin, die ganz normalen Bundeswehr-Alu-Heringe. Die breite Version, die sind relativ gut, die habe ich schon sehr lang. Das einzige Problem ist, sie haben Silber, okay, man kann leben damit, aber ich habe immer 6 Stück dabei. Mit denen komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ich nehme sie nicht immer mit, ich mache auch sehr oft was mit Stöcken draußen, weil da kann man sich auch sehr gut helfen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber wenn man es dabei hat, spart Zeit, und man kann es hier im Maulsystem oder im Pall-System, wie es beim Savotta heißt, sehr gut befestigen. Thank you.
das ist erst einmal eine Ausrüstung, was ich persönlich bei so einem Wetter wie heute mitnehmen würde. Also wir erwarten jetzt keinen Regen und nichts. Es ist nachmittags relativ warm, also wir haben teilweise bis zu 10 Grad. Nachts kühlt es natürlich ab, gerade da drinnen im Wald, denke ich so auf 2 bis minus 3 Grad irgendwo um den Dreh. Und da ist das eigentlich absolut ausreichend. Das Gewicht vom Rucksack übrigens, was ihr vorher gesehen habt, liegt bei 23 Kilo rum. Ich habe gut 2 Liter Wasser dabei, das reicht eigentlich für Übernachtung. Und man hat ja noch eine halbe Bier dabei oder so. Und von dem her reicht es. Natürlich, wenn man länger unterwegs ist, habe ich mehr Wasser dabei, dann habe ich meine Trinkblase und so dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Teil von der Ausrüstung. Und ich passe mir ja jeder Tour individuell an. Ich habe verschiedene Tabs dabei, ich habe einmal andere Schlafsäcke dabei oder ganz andere Ausrüstung, andere Sägen und so. Aber das ist eigentlich ein bisschen so das Equipment, wo ich sehr oft dabei habe und wo ich sehr lange schon nutze, wo ich ja sehr zufrieden bin. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Okay, ich würde sagen, fangen wir mit dem Schlafsetup jetzt an. Und zwar habe ich dabei, jetzt in den Wintermonaten, im Sommer habe ich natürlich ein bisschen was anderes dabei, klar, einen leichten Schlafsack und habe dann einen Mückenschelter dabei. Und im Winter, jetzt brauche ich keinen Mückenschelter, dann nehme ich als Unterlage diese BW Elefantenhaut. Die finde ich total gut. Also diese ist nicht allzu groß. Die kann man schön als Unterlage nehmen, gerade für Isomatten, dass nichts durchsticht so leicht, weil das halt mal ein bisschen aufschaut, ist halt die Bodennässe weitgehend weg. Also so Elefantenhaut kriegt man sehr günstig im Internet, die kann man sich Gebrauch kaufen. Man sollte schauen, dass man die von der Bundeswehr original kauft, weil die nachgebauten von bestimmten Firmen sind bei Weitem nicht so gut. Das ist jetzt einmal meine Unterlage, wo ich gerne hernehme. Dann, das habe ich jetzt in meinem letzten Video auch gezeigt, da könnt ihr mir einschauen, wenn es interessiert, wer es noch nicht gesehen hat. Und zwar meine Isomatten, aufblasbare Isomatten von Climit, die wo wirklich sehr, sehr gut ist. Es gibt sichere Isomatten isoliert und nicht isoliert, die haben verschiedene R-Werte, ganz klar. Und da würde ich sagen, müsst ihr selber ein bisschen probieren. Ich komme ganz gut zurecht ohne die Isolation, also die ist auch für unsere Breitengrade ausreichend. Natürlich, wer oft auf den Schnee schläft und so, sollte eventuell auf die Isolierte zurückgreifen. Zudem habe ich noch ein aufblasbares Kopfkissen dabei, auch von der Marke Climit. Das möchte ich wirklich nicht mehr missen, das ist wirklich fein, das Teil. Dann haben wir ja beim Schlafsetup, dann geht es weiter mit dem Schlafsack. Da scheiden sich die Geister, klar, da hat jeder seine eigene Meinung. Es gibt sehr, sehr gute Schlafsäcke, es gibt sehr schlechte Schlafsäcke. Momentan bin ich dran, den habe ich jetzt schon eine Zeit, zum Testen einen Schlafsack von One Tigress. Die Marke ist relativ günstig, der Schlafsack liegt bei 100 Euro rum, 120 irgendwo um den Dreh. Je nachdem, wo man gerade kriegt bei Amazon, da müsst ihr ein bisschen schauen, die Preise schwanken öfter. Also ich habe schon gesehen, dass es für 90 Euro gibt und auch für 120 irgendwo da drin. Es ist ein Daunenschlafsack. Ich bin absolut begeistert von dem Teil. Für das Geld ist er wirklich sowas von angenehm zum Schlafen. Er ist im Komfortbereich bis minus 15 Grad angegeben. Habe ich jetzt noch nicht testen können. Ich habe bei Minusgraden heraus geschlafen bis jetzt. Da hat es so 4-5 Grad minus gehabt. Einwandfrei. Nur mit der Merino-Unterwäsche bin ich da drin gelegen. Ist wirklich cool. Aber wie gesagt, ich möchte noch nicht allzu viel sagen, weil ich möchte wirklich sehr oft schlafen drin und dann auch die Schwachpunkte mir ansprechen, was ich schon festgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein sehr guter Schlafsack. Ich habe zum Vergleich noch den Defense 4 daheim. Der Defense 4 ist auch für unser Hobby ausreichender Schlafsack. Es ist jetzt nicht der beste, es gibt weitaus bessere, klar. Aber für das, was wir tun, da draußen, perfekt. Aber der One Tigress kostet die Hälfte, weniger wie die Hälfte. Und muss sagen, ich bin sowas von angenehm überrascht von dem Schlafsack, wie gut der ist. Auch zum Komprimieren kann man sehr gut komprimieren. Und ich muss feststellen, das ist meine persönliche Meinung jetzt, dass ich angenehmer drin schlafe durch das Daunensystem als wir beim Defense 4. Ich mag den Defense 4 nicht schlecht drin, er ist ein guter Schlafsack, aber wir reden jetzt von einer unteren Preisklasse, da gehört der Defense 4 auch dazu. Ich meine, richtig gute Schlafsäcke, wenn man schaut, von Mammut oder da gibt es noch von Yeti und so weiter. Sehr gute Marken, die kosten halt dann einfach 600 Euro. Und dann hat man aber wirklich geile Schlafsäcke, da braucht man nicht reden.
Aber ich möchte ein bisschen schauen, dass ich auch ein bisschen das preisgünstige Segment durchteste und meine Erfahrungswerte an euch weitergebe. Weil viele Leute haben einfach nicht so viel Geld, dass sie einen Schlafsack kaufen für 500, 600 Euro. Oder manche Leute wollen einfach nicht so viel ausgeben. Und von dem her teste ich auch ein bisschen preisgünstigere Klamotten derzeit. Da komme ich noch drauf zurück. Und auch preisgünstigere Ausrüstung, weil da gibt es auch sehr gute Ausrüstung für wenig Geld. Da braucht man nicht reden. Und genau, das ist jetzt mein Schlafsetup. Mit dem fahre ich momentan sehr, sehr gut heraus. Im Sommer habe ich jetzt den Tropenschlafsack dabei. Da will ich einen weiteren auch testen, jetzt dann von Van Tigress. Und einmal schauen, ich stehe noch in Kontakt mit anderen Schlafsackherstellern. Aber bei mir ist es so, ich möchte den Schlafsack jetzt nicht dreimal testen, schlafe heraus und dann ein Urteil abgeben, sondern ich möchte ihn einfach einmal den ganzen Winter durchtesten und den ganzen Sommer. Und dann kann ich ja wirklich sagen, ob er gut ist oder schlecht. Ja, dann kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, was für uns Bushcrafter, Survivalisten, Outdoor-Fanatiker und so weiter und so fort, Tracking und ja, Outdoor allgemein, extrem wichtig ist, und zwar ein Unterstand, beziehungsweise ein Zelt oder halt ein Tarp, Bascher, Mehrzweckplane, wie es auch heißt. Ich nutze nach wie vor immer noch sehr gern, da ist jetzt drin das British Army Shelter Sheet. Das ist jetzt ein DPM-Tarn, was da drin ist. Ich habe ja verschiedene Tarnvarianten daheim, habe noch andere Tarps. Aber das British Army Shelter, muss ich sagen, es ist Preis-Leistung perfekt, da kommt nichts dran. Es ist wirklich ein Tarp, wo man sehr, sehr lange Freude drauf hat, wo es man wirklich sehr günstig kriegt. Also wenn man es neu kauft, kostet es um die 70 Euro. Gebraucht bei eBay kriegt man es schon für 20, 30 Euro. Wie gesagt, ich habe es schon mal betont in einem anderen Video, seid vorsichtig, wenn ihr euch ein Gebrauchtes kauft. Man kann Glück haben. Ich habe auch schon Gebrauchte gekauft. Da kann man echt Glück haben, wenn man eine Top-Qualität kriegt. Das zum Beispiel habe ich gebraucht gekauft. Das ist tipptopp beieinander. Und ich habe auch schon welche gekauft, die komplett geflickt waren und überall nass durchgegangen. Da muss man ein bisschen aufschauen. Da spart es lieber ein bisschen mehr, kauft euch für 60, 70 Euro ein neues und dann habt ihr lang eine Freude dran an dem British Army Shelter Sheet. Muss ich wirklich sagen, ich nutze das schon jahrelang und so richtig kaputt gegangen ist mir noch keins bis jetzt. Die sind wirklich sehr gute Tabs. Natürlich gibt es da auch sehr viele andere Tabs noch, ganz klar. Ich nutze auch andere Tabs. Das, was beim British Army Shelter Sheet ein bisschen ein Schwachpunkt ist, was ich festgestellt habe, man bräuchte einfach mehr Befestigungsmöglichkeiten, mehr Schlaufen, mehr Ösen, dann kann man auch die Varianten besser oder besser nutzen, das ganze Tarp. Aber so im Großen und Ganzen ist absolut ausreichend und wirklich ein hervorragendes Teil. Vom Gewicht her ein bisschen schwer, klar, aber andere Tarps sind auch nicht unbedingt leichter. Aber da habt ihr Freude, kauft es euch. Was wirklich hervorragend ist, was man sehr gut nutzen kann hier draußen und sehr praktikabel ist, sind natürlich hier solche Expander. Das sind jetzt billig Expander von Amazon, habe ich die gekauft. Die verlinke ich euch unten auch einmal. Da kriegt man dann 10 Stück oder 12 Stück in verschiedenen Längen. Ich nutze die auf dem Kajak, ich nutze im Auto, im Kofferraum und ich nutze auch sehr gern am Rucksack, gerade mit diesem Webbing-System oder Mollsystem, wie man sagt, kann man die hervorragend umbinden und kann Ausrüstungsgegenstände dran machen. Man kann sie auch sehr gut zum Abspannen nehmen von einem Tarp. Da gebe ich euch jetzt einen kleinen Tipp. Ich habe festgestellt, die sind ja recht dick und auch die Haken sind sehr groß. Es gibt das Ganze ein bisschen dünner, die sind schwarz und haben kleinere Haken und so. Die finde ich eigentlich fast ein bisschen besser, weil die schon ziemlich sperrig sind. Und da schaut es mal bei Amazon, da gibt es es ein bisschen schmaler. Die reichen da aus, man spart auch ein paar Gramm, das mir persönlich wurscht ist. Aber da kann man schauen, je nachdem, was man mag. Aber sowas braucht man unbedingt dabei, ein paar Expander. Wenn es nur 3 oder 4 sind, da kann man so viel machen draus, das ist wirklich super. Ich weiß nicht, ob es ihr hört, aber im Hintergrund sind da ungefähr, ich tippe mal einen halben Kilometer weiter, Forstarbeiter, man hört öfter ein Fichtenmobbett. Mich stört es jetzt nicht weiter, die machen da ihren Job draußen und das passt. Ich weiß auch nicht ganz genau mit dem Mikrofon, ich habe ein neues Mikrofon, das Comica V30C Pro. Mit dem bin ich noch nicht ganz so zufrieden und stehe gerade mit Fujifilm Deutschland in Kontakt, das Problem zu lösen, weil ich habe ja die X-T3 momentan
und irgendwie kriege ich es nicht ganz richtig hin, aber ich hoffe, die Tonqualität passt einigermaßen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, jetzt geht es weiter und zwar habe ich immer Karabiner dabei. Das ist zum Beispiel ein Hero-Clip Karabiner, den verlinke ich euch unten, den habe ich schon 2 Jahre mindestens. Der ist wirklich perfekt. Der war damals in Deutschland noch sehr, sehr unbekannt. Bin mit der Firma in Kontakt getreten und ist eine amerikanische Firma und haben mir das Teil bestellt. Das habe ich damals kostenlos zur Verfügung gestellt gekriegt und das ist einfach richtig cool. Also was man mit denen alles machen kann, gerade Rucksackaufhänger, klar, man kann es mit einem Paracord aufhängen, das weiß ich, aber er ist wirklich nicht schlecht. Also doch, so Karabiner braucht man unbedingt. Ich habe ja verschiedenste Karabiner-Sets. Ich habe hier so kleine, verschiedene. Ich habe hier größere Karabiner. Das sind jetzt von Saliba. Die habe ich auch schon sehr lange. Die nutze ich halt hauptsächlich. Die sind zum Klettern geeignet. Die nutze ich halt zum Abspannen von der Hängematte. Da sind die wirklich sehr, sehr gut. Und sowas sollte man auch dabei haben. Manche werden wieder fragen jetzt dann, wieso ich da so Klebebänder dran mache. Das ist, ich habe schon mal erklärt, ganz einfach, weil sind die nicht dran, klappern die unheimlich laut und so hört es ja so an. Also habe ich da ein bisschen ein Gaffer rumgewickelt und somit ist es nicht so laut. Und weil wir gerade bei Karabiner haben, ich nutze ja so kleine Karabiner, auch solche Systeme hier. Die sind perfekt, die kann man durch das Maulsystem durchfädeln und oder am Gürtel befestigen. Also die sind auch wirklich sehr gut. Ich nehme es überwiegend her zum Rucksack ins Paul-Webbing-System oder halt ins Maulsystem, wie man sagt, dass ich die Ausrüstungsgegenstände wie hier zum Beispiel meine Axt sichern kann gegen Verlieren, weil das geht ganz schnell, dass man sowas verliert und das wird sehr ärgerlich. Man sagt, ich habe meinen kleinen Glücksbringer dabei, den habe ich schon immer, der hat einen bestimmten Hintergrund, auf den mag ich jetzt nicht unbedingt gerade eingehen. Vielleicht mache ich es einmal irgendwann, aber es ist mein Glücksbringer, den muss ich dabei haben. Zudem habe ich hier eine kleine Signalpfeife immer dabei, falls irgendwas passiert, dass ich mich bemerkbar machen kann. Sowas tut sich auch eine, die kosten 3-4 Euro und die sind wirklich im Notfall Gold wert. Ja, und für manche, die was interessiert, ich habe immer verschiedene Traumfänger dabei. Die hängen wir sehr gerne auf, auf noch zum Schlafen. Die haben sich sehr gut bewährt mittlerweile, weil ich früher unter extremsten Albträumen gelitten habe. Das waren Albträume, die waren wirklich nicht so lustig und habe ich Gott sei Dank sehr, sehr selten noch. Aber ich habe immer Traumfänger dabei, ich glaube an sowas und kann man sich auch machen. Schaut auch cool aus, wenn man es dabei hat und habe verschiedene Glücksbringer noch dran. Da habe ich daheim ein ganzes Sortiment, verschiedene Steine und Hölzer und so, die verschiedene Sachen bewirken und die nehmen wir sehr gerne mit raus in der Natur und hängen wir das in mein Lager immer sehr gerne auf, das wisst ihr ja. Natürlich habe ich auch immer einen kleinen Kompass dabei von Silva. Hier ist ein ganz kleiner Kompass und ein Thermostat drin. Das Thermostat kann man nicht wirklich nutzen, aber so einigermaßen. Aber einen Kompass sollte man dabei haben. Ich habe 2 Stück immer dabei. Noch einen größeren Kartenkompass, der ein bisschen genauer ist wie der. Aber sowas sollte man eigentlich in der Basisausrüstung mit dabei haben. Ja, jetzt dann einmal ganz kurz noch ein paar Worte zu der Trinkwasserversorgung. Die ist natürlich sehr wichtig, ganz klar. Ich nutze da auch mehr Systeme. Ich habe jetzt einen Wasserfilter daheim, ich habe Wasserentkeimungstabletten daheim, ich habe verschiedene Feldflaschen daheim. Ausschließlich oder überwiegend, sagen wir es so, nutze ich diese hier. Und zwar von Kite, das System, Titan-Feldflasche. Da habe ich hier meinen Feldflaschenbecher, habe hier so einen Canteen-Stand-Up-Cup, wie sie das nennt. Finde ich sehr gut, der ist von Miltec, das ist ein Billigprodukt. Für ein paar Euro ist ein Weißblech, also bin schon ein paar Mal draufgestiegen und hat sich ganz gewaltig verbogen, weil man kann den ganz leicht wieder ausbiegen und den nehme ich so oft her und schon so lang, dass ich ihn euch echt empfehlen möchte. Also man stellt einfach da so eine Tasche drauf, es passt jetzt nicht mehr so richtig, weil normal stellt man es so drauf, aber der ist schon so verbogen. Ich habe das Ganze hinten aufgeschnitten und dann kann ich das besser einstellen. Das könnt ihr auch machen, das ist ein guter Tipp. Und da kann man sich ganz schnell mal eine Tasse mit einem Spit erwärmen außen. Das ist wirklich perfekt. Man muss nicht den Rucksack ausräumen, sondern man hat das alles da drin. Es ist auch noch ein Becher dabei, also ein Deckel. Ganz klar.
Ein Deckel gehört dazu, das ist ein ganz normaler Fellflaschen, Becherdeckel, wie man auch sagt. Und das ist wirklich perfekt. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden damit, mit der Flasche. Habe ich schon sehr lang, hat sehr viele Vorteile, ist ein feines Teil. Ich nutze dann noch die Nalgene-Flaschen daheim. Die kann man für 8 Euro kaufen. Die machen genau das gleiche wie das. Ist super. Aber ich wollte einfach unbedingt einmal Titanflaschen. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon 1,5 Jahre gut in Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Ja, da habe ich ein bisschen was Neues dabei. Das ist so ein System. Und zwar ein Flaschenhalter. Der ist von One Tigress. Kann man ans Maulsystem dran tun. Ist variabel einstellbar. Ist sehr cool. Also finde ich sehr gut. Ist auch sehr gut verarbeitet. Kann man nichts sagen. Zudem habe ich von Helikontex hier eine 1 Liter Flasche, BPA-frei, durchsichtig, auch sehr gut. Ich wollte mal einfach einmal das runde System nutzen, nicht immer diese Nierenform, sondern auch mal was Rundes. Und da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen so beim Testen, wie sich die runde Form bewährt, weil einfach vom Packen her im Rucksack drin, falls ich dieses Tragesystem nicht dabei habe, ist anders wie eine Nierenform. Also man merkt es, man kann es anders verstauen. Also ich bin sehr positiv angetan von dem Ganzen. Und das ist eigentlich jetzt so das Trinksetup, was ich dabei habe. Im Sommer habe ich dann natürlich noch, einen Trinkblasenrucksack dabei. Ja, genau, da gibt es sehr viele. Ich habe schon alles Mögliche durchprobiert, verschiedene Fellflaschen. Ich bin von den Aluminium komplett weg. Ich nehme nur noch Edelstahl oder Titan her oder halt BPA-frei. Habe auch schon einen Lederbeutel probiert und. Aber da bin ich erst hängen geblieben mit diesem Setup, voll sehr gut. Ja, und jetzt ist ganz was Erfreuliches gerade passiert. Das muss ich jetzt unbedingt auf Video festhalten, weil sonst glaubt man es ja keiner. Und zwar bin ich auf diesem Platz hier. Das ist jetzt garantiert schon 4 Monate her oder 5, habe ich da genächtigt einmal drin. Da bin ich ja von einem Wildschwein aufgeweckt worden. Und jetzt sprechen wir auch gerade von der Trinkflasche, von der BPA-freien Algene. Und ich habe zu dieser Zeit, was ich bis heute nicht gewusst habe, eine Flasche verloren. Also ich habe nicht gewusst, wo ich die Flaschen verloren habe. Mir ist eine abhanden gekommen. Ich habe damals mal, ich habe es beim Kajak gefahren, wie es mich überflutet hat, habe ich es verloren. Und jetzt bin ich hier zum Pissen gegangen. Und da liegt meine Nalgene-Flasche. Das ist der Hammer. Das glaubt kein Mensch nicht. Ich rede jetzt da von der Flasche und finde die da. Das ist brutal. Habe ich nicht gewusst, dass ich die da liegen gelassen habe. Echt geil. Freut mich. Wird jetzt sauber gereinigt mit heißem Wasser und so weiter. Und dann habe ich die auch wieder, weil die habe ich auch schon sehr lange. Cool. Ja, da möchte ich jetzt ein paar Worte sagen zu meinem Werkzeug, was ich raus nutze. Da habe ich auch sehr viel. Ich nutze fast immer dabei mein Hulterfors Klassikbeil mit 500 Gramm Kopf oben. Ist relativ ausreichend. Öfter würde man so 800 Gramm wünschen, aber man kann weitgehend sehr gut arbeiten. Das habe ich auch schon sehr, sehr lange jetzt. Und es ist wirklich hervorragend. In nächster Zeit würde ich eventuell einmal ein Tactical Beil benutzen, muss ich mal schauen. Da hänge ich gerade dran, dass ich eins kriege. Oder halt, was mich unheimlich interessieren wird, da könnt ihr mir ein paar Tipps geben vielleicht. Und zwar so eine Wikinger Bartaxt. Da gibt es ja sehr schöne Teile. Nur ob man die Funktionale draußen wirklich gebrauchen kann, weiß ich nicht, weil diese Äxte sind eigentlich für einen Zweck konzipiert. Aber mir gefallen sie einfach von optischen her unheimlich gut. Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tipps geben, wer so eine Axt nutzt. Ja, dann habe ich noch mein Silky Big Boy dabei. Ich habe verschiedene Sägeblätter. Momentan habe ich immer noch das 7er drauf. Also 7 Zähne pro 3 cm. Voll unheimlich gut draußen bei uns mit den Holzarten. Kann ich nicht sagen, ist ein hervorragendes Werkzeug. Habe noch die Lappländer daheim. Die Lappländer ist auch sehr gut. Und preislich natürlich äußerst attraktiv. Aber sie ist halt sehr klar.
Man kann arbeiten damit, aber mit einer Big Boy kann man halt ein bisschen schöner arbeiten, weil es einfach ein 30er Schwert hat. Ja, was habe ich werkzeugmäßig noch dabei? Immer noch das Jagdkit, das habe ich jetzt schon gut 2 Jahre wahrscheinlich oder länger. Ich mag es unheimlich gern. Ist ein sehr gutes Messer. Mal schauen, vielleicht kommt einmal ein neues, aber ich bin so zufrieden damit, warum sollte ich da was Neues holen? Ich muss einmal schauen. Zudem habe ich 2 Feuerstähle dran, einen vom Jagdkit Original, den anderen habe ich vom Daniel gekriegt und der hat mir den einmal zugeschickt, ist ein Abonnent von mir, ist ja auch sehr gut, kann ich nicht sagen, danke Daniel. Ja, genau, das ist eigentlich das Werkzeug, wo ich draußen nutze, überwiegend, das ist ausreichend für unseren Bereich. Ja, weil wir uns gerade beim Werkzeug befinden, ist natürlich auch immer ein Thema Self-Defense, ganz klar. Wenn einem wirklich was zustößt draußen, wo es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber kann einmal passieren, dass irgendein ausgebüxter Hund oder ein anderes Tier einen angreift. Wie gesagt, mir ist noch nicht passiert und denke, wird auch nicht passieren, weil die meisten Tiere Verstand haben und sowieso gleich abhauen. Aber nichtsdestotrotz, man fühlt sich sicherer. Ich habe immer mein MK6 dabei, ein Pfeffer. Wie das auf Tiere wirkt, weiß ich nicht. Bei Menschen wirkt es definitiv. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Von meinen Berufswegen her weiß ich, dass so RSG oder Pfeffer sehr gut wirkt bei den meisten, außer sie sind wirklich extrem auf Drogen und die Rezeptoren geben den Schmerz nicht weiter in die Augen. Das kann natürlich auch passieren, dass dann erst richtig durchdrängt. Ja, aber das habe ich dabei zur Selbstverteidigung. Man kann natürlich auch seine Axt oder Messer nutzen. Wie gesagt, man wird es nie brauchen, aber man kann es hernehmen, falls wirklich wäre. Da sollte man sich auch ein bisschen vertraut machen, was für anatomische Punkte man genau angehen muss, wenn man jetzt einen Menschen angreift oder ein Tier, dass man sich nicht selber verletzt oder ja, irgendeinen Schmarrn macht damit. Das soll dann auch sitzen. Da habe ich übrigens jetzt einen Traum gehabt, gerade an die Leute, die wo mit Träumen, Traumdeutung was zum tun haben. Ich habe die Nacht einen sehr interessanten Traum gehabt. Ich habe mich noch nicht genau auseinandergesetzt damit. Aber ich habe mit diesem Messer, ich war unterwegs in die Wälder, und zwar in Amerika, und bin auf einem großen Felsen bin ich gesessen, mitten im Wald, ganz allein, und bin von einem Bergpuma angegriffen worden. Der ist zu mir rauf, hat mich dann am Arm rumgezogen, hat mit dem gekämpft, hab dann mein Messer genommen, habe ihm 2-3 Hiebe in der Seite eingegeben und dann einen gezielten Herzstoß von vorne und auch geschnitten und gedreht, das Messer. Und dann ist er gestorben, was mir sehr leid tut, aber es war im Trauma so. Vielleicht kann man da irgendjemand sagen, was das genau bedeutet, wenn man einen Puma umbringt, wo sie im realen Leben mit Sicherheit nicht machen würde, außer es geht nicht anders. Aber ich bin immer so der Meinung, Ultimo Ratio ist, jemanden zu verletzen. Also bei mir ist es so, ich gehe einfach. Also ich verschwinde, ich bin da auch mehr ein Fluchttier. Und nur wenn ich in die Enge getrieben wird, dann muss er mich auch wieder, dann hilft es nicht. Aber vielleicht kann man da jemand auch einen Tipp geben oder einen Hinweis, was das genau bedeutet hat. Das mit der Flaschen, unglaublich. Sehr cool. Freut mich, dass ich die wieder gefunden habe. Ja, jetzt sind wir beim Thema Licht. Licht habe ich natürlich auch im Winter ein bisschen was dabei, ein bisschen mehr wie im Sommer. Und zwar einfach eine taktische Lampe von Petzl. Taktisch aus diesem Grund, weil es vorne einen Rotlichtfilter hat. Den nutze ich am Lager überwiegend. Dann wird man nicht so gesehen und das Auge passt sich einfach besser an, wenn man das Licht wieder ausschaltet. Hat 40 Lumen, absolut ausreichend in meine Augen, mehr braucht man nicht. Ich habe noch dieses Teil hier dabei von Olight, die Warrior, die ist jetzt eigentlich wirklich nur für den taktischen Gebrauch zu gebrauchen. Also deswegen habe ich es auch dabei, jemanden zu blenden oder ein Tier zu blenden. Und sonst kann man die Lampe eigentlich überhaupt nicht verwenden. Ist aber ein gutes Teil zum taktisch Arbeiten. Das habe ich in meinem letzten Beitrag vorgestellt, die SR1 Baton 2. Das ist eins meiner Lieblingslampen mit 1000 Lumen, absolut ausreichend. Man kann es auf dem Cap vorne montieren mit diesem Clip.
perfekt, also da kann man nichts sagen, das ist ein feines Teil. Im Auto habe ich dann noch eine ProSeeker von Olight drin mit 2500 Lumen, die habe ich auch immer dabei, das ist mein Notfalllicht, falls irgendwas passiert oder ich muss auf mich aufmerksam machen oder brauche sehr großen Lichtkegel, ist die perfekt. Die habe ich aber nicht dabei, die steckt im Auto oben drin und das Auto steht ungefähr 1,5 Stunden von hier weg. Ja, Thema Nahrungsmittel, das ist jedem freigestellt, wo er mitnimmt. Manche Survivalisten nehmen sie gar nichts mit, die essen das, was sie in der Natur finden, muss ich sagen, Respekt. Du ja hin und wieder, aber es ist sehr schwierig, gerade jetzt in dem Bereich. Da bin ich auch noch absolut Anfänger quasi, mit Wurzeln und so, die auszugraben. Also im Sommer ist das jetzt nicht das große Problem, oder gerade in den Herbstzeiten, da findet man ja sehr viel raus. Aber Nahrung kann jeder mitnehmen, was er mag. Ich gebe euch nur einen Tipp. Ich habe immer Schokolade dabei, gerade im Winter, das ist Energie pur, das ist wirklich sehr gut. Da habe ich immer diesen Rittersport Marzipan dabei, das ist meine Waldschokolade quasi. Also meine Kinder sagen dabei, wenn ich vom Wald heimkomme, gehen ins kleine Garage, aber wenn ich die Ausrüstung aufhänge, dann sagen sie mich an der Waldschokolade. Deswegen ist das die Waldschokolade. Ja, was ich auch immer dabei habe, ist ein Stück Ingwer und Zitrone. Ihr wisst ja, mein Tee, ich liebe diesen Tee, will mir nachher auch noch machen. Und ja, das habe ich immer dabei. Ganz klar, sehr wichtiger Handschuhe habe ich auch im letzten Beitrag näher vorgestellt, was ich für Handschuhe nutze. Ich habe sehr viele Handschuhe daheim, aber momentan bin ich sehr gut auf die zu sprechen von Helikontex. Also die sind wirklich richtig cool. Also das sind echt die Woodsman oder Woodcrafter Handschuhe aus Leder. Mag ich wirklich sehr gern. Und was habe ich noch? Ja, was hat man noch dabei? Zum Schlafen natürlich im Winter eine Mütze. Sehr, sehr wichtig. Wirklich ganz, ganz wichtig. Nehmt euch eine Mütze mit. Ich habe hier die von Helikontex und habe sehr viele andere Mützen daheim. Merino-Mützen, wo ich sehr gerne nutze. Und die mag ich auch ganz gern. Die habe ich ausgiebig getestet in Amerika. Da habe ich sie jeden Tag aufgehabt in der Nacht. Also coole Mützen, sitzt sehr gut. Hat hinten einen kleinen Reißverschluss. Da kann man ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Geld einlegen, dass man ein bisschen vielleicht 20 Euro dabei hat oder was man so braucht. Mützen unheimlich wichtig im Winter, gerade wenn man im Schlafsack schläft. Mützen aufsetzen ist sehr wichtig. Ja, meine Heringe habe ich schon angesprochen. Da kann ich nur sagen, nehmt euch schöne breite Heringe mit. Gerade die mit den Einfräsungen hinten sind sehr gut. Wenn der Boden ein bisschen weicher ist, ist natürlich ein breiter Hering sehr gut, weil die Rundstäbe finde ich persönlich nicht gut. Da habe ich hunderte daheim, verschiedenste Farben und so, und die nutze ich überhaupt nicht, weil es nichts bringen. Ja, da habe ich jetzt was liegen, was ich auch immer dabei habe. Das wisst ihr ja. Und zwar mein kleinen Klappspaten oder Klappschaufel, Mini-Klappschaufel. Übrigens, Danke für den Tipp, was ihr mir gegeben habt. Ich habe das einmal in einem Beitrag angesprochen und habe gesagt, ich bin ein bisschen unzufrieden damit, weil es eben so stark reflektiert. Und haben die meisten gesagt, ja, wirf es halt einfach ins Feuer und brunier es mit Öl. Öfter ist die Antwort so einfach und sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe ich gemacht, ich habe es ins Feuer geschmissen und somit hat es jetzt eine schöne Farbe und glänzt nicht mehr. Man sagt, ich lerne von euch auch sehr viel. Das ist unheimlich wichtig für mich, dass er mich weiterentwickeln kann. Genau, da haben wir jetzt einmal die Minischaufel. Natürlich zum Braten braucht man was zum Kochen quasi. Ist auch sehr wichtig. Man kann es in Feldflaschenbecher machen. Aber ich habe hier zum Beispiel immer meine Pfanne dabei. Und zwar diese hier von Stabilo Therm. Die Jägerpfanne mit Klappgriff, wo man auch vorne einen Ast einstecken kann und man kann es näher ans Feuer geben, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Habe ich auch schon sehr lange jetzt. Hochzufrieden mit dem Teil, wirklich war, muss ich wirklich sagen. Also genial. Ja, zum Feuermacher habe ich hier meine Bushbox. Die habe ich auch schon öfter vorgestellt, brauche ich jetzt nicht mehr vorstellen. Die XL Titanium. Geniales Teil, habe ich sehr gern dabei. Momentan habe ich wieder ein wenig so den Trip, dass ich sage, ich mag mehr klassische Lagerfeuer machen, gerade im Winter jetzt draußen, wenn ich das Feuer als Wärmequelle nutze, ist das natürlich von der Wärmeabgabe her nicht so riesig. Ist nicht schlecht, aber wenn es jetzt 5-6 Grad Minus hat, mag ich mich wärmen am Feuer
und das geht an der Buschbox nicht so richtig. Da bevorzuge ich dann ein klassisches Feuer. Das kann ich dann größer und kleiner machen, wie ich mag. Und genau, so schaut es aus. Aber das ist auch ein Teil, was ich fast immer dabei habe. Und diese Pfanne auch. Ja, in dieser Tasche hier habe ich einfach ein bisschen Paracord mit drin. Eine da verschiedene Längen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sowas dabei hat. Es gibt natürlich auch tragfähige Seile, die wo weitaus dünner sind wie die. Vielleicht nutze ich die auch mal und schaue mal, aber mit dem Paracord fahre ich relativ gut. Das ist ein 550er, also das ist wirklich von der Traglast her super. Da kann man sich auch mal die Hängematten damit abspannen ohne Probleme oder kann sich ein Hochbett bauen, wie auch immer. Da habe ich verschiedene Längen. Da hat mir mal ein Abonnent einen sehr guten Tipp gegeben. Der hat auch verschiedene Längen und damit dass er weiß, was er für Längen hat, hat er hier ein kleines Klebeband drauf da. Zum Beispiel rot für 2 Meter, grün für 4 Meter, dann blau für 10 Meter, dann weiß man das. Ich weiß bei mir sowieso, weil ich die schon so lange nutze, weiß ich ungefähr, wie viel da drauf ist. Und Paracord ist natürlich auch immer sehr wichtig. Da habe ich auch verschiedene dabei, das ist jetzt ein bisschen, was ich ja weitaus mehr daheim und passt es je nach meiner Tour an. Ja, hier liegt noch so ein Klettpatch rum, der ist von 511. Ich glaube, die kriegt man nicht mehr, die sind jetzt ein bisschen kleiner, aber die sind hervorragend. Gerade für die Klettsachen nutze ich sehr gern und sehr häufig. Also die kann man sich auch ein, zwei kaufen, die kann man immer gut brauchen. Ja, meine kleine Schatztruhe, da wisst ihr ja, was drin ist. Hier habe ich meinen Räucherbedarf drin, verschiedene Räucherwaren, damit ich meine Plätze ausräuchern kann und mir ein schönes Ambiente schaffen kann. Das ist auch cool, ist eine Spielerei, muss man nicht dabei haben, aber ich mag es ganz gern. Ja, jetzt habe ich hier noch 4 Taschen. Das ist mein First Aid Kit. Hier habe ich meinen Teekessel und Hygieneartikel drin. Hier habe ich ein bisschen Material drin, wie Akkus und so ein kleines Werkzeug. Ein Notfallwerkzeug, da schauen wir jetzt überall noch ein. Und das schauen wir uns jetzt auch ganz kurz an. Das ist eine Aluminiumbox. Da habe ich ein bisschen Kerzen und Zundermaterial drin. Das können wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Ja, jetzt geht es hier weiter. Und zwar sieht man das, wo ich absolut ins Herz geschlossen habe, ist diese kleine Ukulampe. Die kann man mit Teelichter betreiben. Man kann es aufhängen. Das ist richtig cool, die Lampe. Also die mag ich ganz, ganz gern. Die habe ich noch nicht so lang. Und die ist wirklich tipptopp. Hier sieht man meine Zunderbox. Es ist ein Loch drin, weil ich da ein Jaglaus mache drin. Ja, es schaut ein bisschen aus drin. So schaut das aus. Ich habe natürlich meine Pads dabei, Wattepads. Ich habe, es ist verschiedenes Brennmaterial, was da drin liegt. Es sind Aluminium, Magnesiumspäne, es ist Harz drin, es ist Esbit drin, Birkenrinde, Sturmstreichhölzer, es ist ein Kienspan drin. Hier habe ich noch so Tücher in Wachs gedrängt. Das gleiche ist am Deckel oben auch noch mit drin hier. Die kann man auch sehr gut brauchen. Und das ist eigentlich meine Zunderbox, aber da hat jeder individuell seine eigene. Aber das gefällt mir ganz gut so. Das Ganze sichert die hier mit einem Gummi und dann ist das auch gut geschützt und fällt nichts raus. Ja, hier habe ich noch mein Feuerzeug drin, ein Bigfeuer. Das Ganze sichert die mit einem O-Ring. Der geht hinten rein, damit man den Gashebel nicht betätigen kann, damit nicht ja, Gas austritt, wenn ich das eigentlich gar nicht mag. Ja, ich kann jetzt sagen, Bigfeuer nutze ich auch schon sehr, sehr lange. Meine persönliche Meinung ist, sie sind schon sehr stabil. Jedoch, wenn es kalt ist, ist jedes Einwegfeuer für 1 Euro besser wie ein Bigfeuer. Also das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ich bin von den Bigfeuer nicht so überzeugt. Aber da werden sie mich jetzt wahrscheinlich steinigen. Ja, zudem habe ich hier noch Ranger Bänder rumgemacht, also ist ein ganz stinknormaler Fahrradschlauch, A zur Befestigung, B, wenn es einmal zum Feuermacher geht, und habe hier noch ein Stück Kienspan mit dabei zur Reserve und hier von KS mit Tritiumbeleuchtung habe ich hier noch einen kleinen Feuerstahl drin. Der ist sehr unscheinbar,
aber er ist sehr gut. Aber den werde ich noch mal genauer zeigen. Der ist auch in der Testphase bei mir und der ist aber ziemlich cool. Man kann ihn natürlich an Schlüsselanhänger draufhängen oder wo auch immer. Und dann hat man immer einen Feuerstahl dabei, was sehr wichtig ist. Ja, Kerzen habe ich noch drin. Das passe ich natürlich auch immer alles ein bisschen an, was ich für Kerzen mitnehme und so. Aber das ist jetzt so mein Setup für das Feuermachen. Und das Ganze transportiere ich in diese Dose und dann passt das Ganze. Hier geht es jetzt weiter und zwar in dieser Transport- oder in dem Transport-Pouch von Tasmanian Tiger und zwar den Canteen-Pouch. Da habe ich jetzt meine Teekanne drin. Ich habe hier, weil man es gerade sieht, auch schon Müllbeutel drin, immer vorportioniert. Die sind sehr wichtig, kann man sehr gut brauchen und man sollte seinen Müll immer mitnehmen. Ja, hier ist der Teekessel drin. Man sieht, es ist ein bisschen schwarz drin schon, aber das macht überhaupt nichts, dafür ist er auch gedacht. Habe ja in meinem letzten Video angesprochen, und zwar den GSI Teekessel aus Edelstahl. Ein richtig geiles Teil. Ja, er nutzt sie natürlich perfekt, dass man was transportiert drin. Ich habe hier einfach ein bisschen ein Tuch genommen und habe hier verschiedene Sachen drin. Die werden natürlich auch immer individuell angepasst. Hier einmal einen Spiegel. Könnt ihr euch selber mal sehen. Spiegel, sehr wichtig. Ich habe hier einfach hinten mit Gaffer das befestigte Schnur. Kann man am Baum aufhängen, passt. Ich habe Zucker dabei. Ich habe Salz und Pfeffer dabei. Ich habe Öl dabei, da nehme ich verschiedene Öle her. Da ist jetzt ein ganz normales Sonnenblumenöl drin. Hier ganz wichtig der Kaffee, dass der gut transportiert wird und auch frisch bleibt. Zudem sind hier wieder diese Rangerbänder oder Rubberbands dabei. Da habe ich auch sehr viele Ausrüstungsgegenstände, sowas kann man auch sehr gut brauchen. Hier habe ich Wasserentkeimungstabletten drin und Zahnpasta, eine Reisezahnbürste, sehr wichtig auch eine Zahnseide, die kann man auch unheimlich gut funktional verwenden. Ein bisschen Tabasco in klein, da habe ich auch die große Flasche und fülle es immer in die kleine um, die ist ein bisschen leichter. Und hier habe ich noch so, ja, wie man sagt, so Tabletten dabei. Das sind gepresste Tabletten, das sind Tücher. Die sind gepresst, die legt man mit ein bisschen Wasser ein und dann werden die so groß oder größer noch, je nachdem, was man sich für die kauft. Und die kann man sehr gut hernehmen, jetzt dann für, ja, wenn man aufs Klo geht zum Beispiel oder wenn man irgendwas abwischt. Die sind da sehr, sehr stabil, die Tücher, also nicht wie ein Tempo, dass die gleich reißen, sondern die sind richtig stabil, das sind richtig kleine Tücher. Das verlinke ich euch unten, die kosten, ich glaube, so 100 Stück, 12 Euro oder so um den Dreh. Die kann man wirklich sehr gut verwenden. Und das Ganze transportiere ich da drin, weil das bietet sich ja sehr gut an, dieser Hohlraum da drin. Da schauen wir jetzt rein. Das ist jetzt der Pouch von One Tigress. Der ist schön groß, Maulsystem und Glätt. Man kann ihn transportieren, man kann ihn schön befestigen hinten. Aber am Rucksack dran transportiere ich den nicht. Ich habe den Rucksack drin. Und wo es jetzt da ist, genau drin ist, da schauen wir jetzt einmal schnell rein. Hier ist der Pouch, den kann man aufklappen. Er hat verschiedene Taschen drin und so Gummibänder. Das ist wirklich ein cooles Teil. Mir gefällt das ganz gut, wenn man es so herstellen kann. Und da habe ich folgende Sachen drin. Einfach ein kleines Schnittbrett. Das ist jetzt einfach, das habe ich mir selber ausgeschnitten. Ist ein bisschen klar, aber es ist ausreichend. Dann habe ich hier eine Notsignalfackel dabei, die ist auch sehr wichtig, auch wieder Rangerbänder rumgewickelt und ja, Gaffertape oder Panzertape habe ich an sehr viele Ausrüstungsgegenstände drauf, weil ich es wirklich auch sehr häufig brauche. So ein Notlicht ist wirklich ja, sehr, sehr empfehlenswert, dass man sich aufmerksam machen kann, wenn wirklich ein Notfall ist. Man kann es zum Tierevertreiben hernehmen, man kann es zum Alarmanlagenbau hernehmen. Man kann es als Notlicht hernehmen und wenn es ganz hart auf hart kommt, kann man vielleicht auch Feuer machen damit. Kostet 12,15 Euro, schaut nicht, wenn man eins dabei hat. Ja, hier habe ich mein Esbit-Geschirr dabei, bestehend aus Messer, Gabel, Löffel.
Das ist ein kleiner Wender, den habe ich von der Spielküche von meinen Kindern geklaut. Hoffe, er geht ja nicht ab, aber der ist wirklich sehr gut. Ja, das habe ich auch im letzten Video erklärt, eine Powerbank. Sehr wichtig, draußen, gerade für mich, wenn ich filme und so, ist das natürlich sehr gut mit 20.000 mAh. Dann habe ich dazu noch ein Solarpanel, auch sehr gut, wenn die Sonne scheint, kann man das Handy damit laden. Sehr gut. Ja, einen kleinen Traubenzucker, den habe ich auch in sehr vielen Ausrüstungsgegenstände drin, der Hosen, Jacken, überall habe ich so ein Stück Traubenzucker drin, falls man mal in Unterzucker kommt oder Kollegin Unterzucker, ist der sehr gut. Wieder hier so ein Band, Gummiband, Name 1. Habe hier einen Stift dabei, den habe ich beim Aldi gekauft, der hat hinten verschiedene Minen drin. Mit diesen Minen kann man fast auf alle Gegenstände malen und wo schreiben, auch wieder umwickelt mit ein bisschen Gaffertape. Auch sehr wichtig. Hier habe ich Ersatzakkus dabei für die SR1 Mini Button 2 von Olight. Dann habe ich drei Akkus dabei, davor ist ja gut. Da habe ich genügend Power und ja, ist wirklich nicht groß, passt. Ja, hier habe ich noch meinen Spot dabei, den nutze ich derzeit nicht. Und muss einmal schauen, es gibt neue Systeme. Ist ein Notfallsystem, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ganz allein, ist das natürlich meine Lebensversicherung. So etwas sollte man eigentlich haben. Kostet Geld, ganz klar. Das Gerät selber ist jetzt nicht so teuer, aber wenn man anmeldet, ich glaube, ein Jahr kostet es 160 Euro, wenn man nicht alles täuscht, was ich zahle momentan. Geht weltweit. In Russland, glaube ich, gibt es ein paar Probleme, weil der über GSM läuft. Und in Russland, glaube ich, kann man da ein bisschen Probleme kriegen, weil das ja das militärische Netz ist. Ja, aber ansonsten cooles Teil. Ich werde nächste Zeit dann einmal umsteigen auf einen anderen. Da habe ich einen im Auge, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Okay, und dann schauen wir noch da rein jetzt. Ich habe hier einen Lesserman dabei. Sehr, sehr wichtig. Nehmt euch sowas mit. Das ist ein Allround-Werkzeug, multifunktional, was man unheimlich gut nutzen kann. Eine Fettsalbe, Haut oder wie heißt es, Haut- und Kindercreme, die Popo-Creme kennt jeder, auch sehr gut, kann man sie, wenn trockene Lippen hat oder so, richtig einfetten damit, sehr gut. Das sind jetzt die Einwegfeuer, von denen, wo ich vorher erzählt habe, die sind in meinen Augen die besten Feuer, was es gibt, da kommt kein Big Feuer dran. Okay, hier habe ich aber trotz allem noch ein Big Feuer, auch wieder gesichert mit einem O-Ring und umwickelt mit Gaffertape, Ersatzakkus, die sind jetzt keine Akkus, die sind einfach vom Lidl Batterien, die sind aber jetzt fürs Mikrofon bei mir und ich habe in meiner Stirnlampe Akkus drin, die lade ich, wenn ich es brauche. Eine Zeckenkarte mit einer kleinen Lupe, sehr cool, kann man Feuer machen und das ist wirklich das beste Teil, um Zecken zu entfernen. Ein Ladekabel, ganz klar. Das ist auch ganz cool, das habe ich umfunktioniert, ist zur Beleuchtung, habe ich innen mit Rotlicht gemacht, steckt man USB an und man hat schönes gedimmtes Licht, fürs Lagerleben absolut ausreichend und mit 20.000 mAh hält das ewig. Okay, da schauen wir jetzt auch nochmal schnell ein, das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Dann geht es jetzt weiter mit dieser kleinen Kiste hier, dieser Blechkiste, wo ich da alles drin habe. Und zwar habe ich hier drin Alufolie gefaltet, sehr wichtig, kann man für unheimlich viele Sachen brauchen. Ein Kondom, ja, ob man den braucht da draußen, weiß ich nicht. Aber es hat bei mir einen anderen Hintergrund, ich möchte einfach ein paar Sachen damit probieren, sprich Wasser transportieren, Feuer machen damit und. Aber da gehen wir mal drauf zurück. Ein Stück Draht, immer wichtig, müsst ihr den wieder auffüllen, ist nicht mehr so viel. Am besten nehmt ihr da einen Rosendraht her, der eignet sich hervorragend. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Schnur dabei mit einer hohen Traglast, geflochtene Schnur. Ihr wisst, ich nehme nicht monophile Schnuren her, sondern geflochtene Schnuren. Die kann man wirklich für unheimlich viele Sachen brauchen und die ist auch sehr, sehr robust. Hier habe ich noch mal verschiedene Ersatzminen dabei für einen Stift, also auch rote, weiße und schwarze. Sehr gut. Dann ein bisschen an Garn, ganz klar, wenn was kaputt geht, dass man es reparieren kann. Und hier hat noch Sicherheitsnadeln drin und verschiedene, ja, Nadeln zum
arbeiten, wenn jetzt irgendwas von der Ausrüstung kaputt geht, sprich ein Trageriemen reißt ab oder sonst irgendwas, kann man das ja draußen gleich reparieren. Ja, dann habe ich soweit alles durch. Jetzt geht es noch an den letzten Ausrüstungsgegenstand, und zwar mein First Aid Kit. Das möchte ich euch auch noch schnell ein bisschen zeigen, was ich da so dabei habe. Und wie gesagt, meine Ausrüstung passe ich immer individuell meine Touren an. Von dem her ist es immer ein bisschen anders, was ich mitnehme. Aber das ist jetzt einmal alles einmal das Wichtigste, was ich eigentlich meistens dabei habe. Und das schauen wir uns jetzt separat noch kurz an. Jetzt mache ich eine kurze Pause, muss mich ein bisschen bewegen, weil es wirklich kalt ist. Und leider kommt die Sonne doch nicht so richtig durch. Es ist sehr bewölkt und sehr frisch. Aber ich hoffe, das wird sich jetzt dann ein bisschen ändern, weil im Anschluss von diesem Video wird es jetzt dann YouTube extra wieder geben. Das wird am Mittwoch wieder ausgestrahlt oder online gestellt. Und das mache ich im Anschluss. Da läuft momentan die Fragerunde bei Instagram wie gewohnt. Und da kann man jeder Fragen stellen. Ich will natürlich jetzt dann wieder nur 4, vielleicht 5, 3, je nachdem, weiß ich nicht, beantworten. Und dann gibt es wieder ein kurzes Video. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz einmal das First Aid Kit an. Wer sich so ein Erste-Hilfe-Set zusammenstellen möchte, soll sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken um das Ganze machen. Das ist wirklich, wie gesagt, seine Lebensversicherung und ist extrem wichtig, dass man sowas dabei hat. Ich bin da auch momentan am Rumexperimentieren mit verschiedenen Sachen und wir da tatkräftig unterstützt von manchen Abonnenten, die vom Fach sind, die wo in dem Bereich wirkliche Profis sind. Sei es jetzt aus dem militärischen Bereich oder aus dem normalen Krankenhausbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, von dem her lasse ich es jetzt bleiben. Und möchte da einfach an der Stelle mal Danke sagen, dass wir die da so unterstützen. Okay. Ich habe jetzt hier dabei, wie man sagt, so einen Notverband. Der ist vakuumverpackt, der ist natürlich sehr, sehr gut und sehr lange haltbar. Der ist mit einer Klemme versehen, der Verband. Da kann man einen sauberen Druckverband anlegen und das ist wirklich sinnvoll bei großen Verletzungen. Zudem habe ich natürlich hier noch einen Bundeswehrverband dabei, die sind altbewährt, die habe ich schon immer dabei, da habe ich auch einige daheim und auch schon oft gebraucht, die sind wirklich sehr gut. Dann habe ich ein Wundspray dabei, einfach zum Desinfizieren von Wunden. Das ist auch wirklich sehr gut. Da kann man ganz ein handelsübliches hernehmen oder mal mit seiner Apothekerin. Das ist wirklich wichtig, dass man eine Wunde desinfizieren kann. Ja, dann geht es hier weiter. Hier habe ich eine Arterienklemme, glaube ich, ist jetzt das, um genau zu sagen. Kann man sehr gut brauchen. So etwas sollte man dabei haben, so eine kleine, dass man sich auch was entfernen kann, ein Fremdkörper, falls irgendwas eindringt in den Körper, dass man das auch rauskriegt. Kann man natürlich auch eine Pinzette nutzen und das ist wirklich sinnvoll, dass man sowas dabei hat. Hier habe ich nochmal ein Verbandspäckchen dabei von der Bundeswehr und dann sind wir mit diesen Taschen durch. Dann schauen wir mal da rein. Hier habe ich natürlich auch verschiedenes Verbandsmaterial dabei. Verschiedene Größen, das ist jetzt schon mal sehr gut, da man sowas dabei hat. Das ist auch ausreichend und sehr, sehr wichtig, dass man es dabei hat. Ja, hier habe ich ein Sabomatol-Spray dabei für Atembeschwerden. Brauche ich sehr, sehr, sehr selten. Ich habe es mir angesprochen, ich war mal eine Zeit lang gegen Rotbuche allergisch bei der Blüte. Ist jetzt Gott sei Dank vorbei, aber ist immer gut, wenn man es dabei hat. Das macht die Atemwege wieder frei sozusagen. Ja, hier habe ich einen, wie sagt man dazu, einen Dermabond, einen Kleber dabei, einen Wundkleber. Da kann man Wunden verkleben, ist auch sehr gut. Falls man nicht nähen mag, kann man es hier zukleben. Ja, wie ich schon erzählt habe, hier habe ich wieder mal Traubenzucker dabei und Teledin-Schmerzmittel. Wer sowas aufschreiben möchte, redet mit seinem Arzt, weil sicher eine starken Medikamente wie Teledin oder Valeron oder Tramadol oder wie es alles heißt, Opiate, muss man vorsichtig sein, die fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und man braucht ein Rezept hierfür. Ich habe eins, deswegen ist kein Problem. Dann habe ich ganz normale Ibuflam 800 mg Schmerztabletten dabei für kleinere Sachen. Hier habe ich noch
Loperamid, Loperamid, so heißt es. Das ist einfach ein Durchfallmittel, falls man Durchfall kriegen sollte. Ist natürlich sehr ekelhaft und da kann ich das, ja, das Schlimmste mal ein bisschen lindern. Hier habe ich Notfallkortison dabei. Und zwar schreibt sie das Prednisolan. Prednisolon, so heißt es. Prednisolon, genau. Hierfür habe ich auch ein Rezept. Das ist starkes Cortison, falls man jetzt gegen, sage ich mal, Bienenstiche extrem allergisch reagiert und die Atemwege verschließen, ist sowas wirklich gut. Natürlich wäre es besser, intravenös das Ganze zu geben, aber ich habe es nur in Tablettenform. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man das dabei hat, weil man weiß nie, ob man auf was allergisch reagiert. Und wenn man ganz allein stundenlang entfernt vom Auto unterwegs ist und man kriegt einen Allergieschock, dann wird es das wohl gewesen sein. Dann hat man einen ziemlich elendigen Tod. Und da muss man sich mit dem Arzt in Verbindung setzen und sowas aufschreiben lassen. Ja, dann geht es in diese Tasche rein. Die räumen wir alles aus. Muss ich nachher wieder einräumen, schade aber nicht, weil dann weiß ich, wo was ist. Okay. Hier ein Hämostatik-Granulat ist das. Das ist ein Granulat. Bei großen Wunden kann man das anbringen, dass die Wunde verschlossen wird. Das ist wirklich wahrscheinlich auch überwiegend bei Schussverletzungen, glaube ich, kann man das hernehmen und so weiter. Hoffe, dass ich es nie brauche. Ja, hier habe ich einfach wieder Verbandsmaterial in Vakuumverpackung. Ich lege das jetzt damit daher. Dann habe ich Handschuhe dabei. Gerade wenn man jemanden anderen behandelt, sollte man sich unbedingt Handschuhe anziehen, weil über Blut wird ja sehr fein übertragen und von dem her sollte man Handschuhe dabei haben. Sehr wichtig. Dann habe ich ein Ambu dabei. Das ist eine Beatmungsmaske. Kennen sehr viele aus dem Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei oder Sicherheitsdienst. Habe ich auch immer dabei, um jemanden zu beatmen zu können. Ich habe das auch schon öfter gemacht und es ist ja sehr unangenehm, wenn jemand sich übergeben hat und ist der ganze Bereich, der Mundbereich mit ja, Kotze übersät und von dem her ist es wirklich sinnvoll, dass man das dabei hat. Hier habe ich noch verschiedene, das packe ich jetzt nicht aus, sind hier hinten lauter Pflaster dabei und habe Alkoholpads dabei, habe Blasenpflaster dabei und verschiedene so Erfrischungstücher, Desinfektionstücher auf verschiedene Marken habe ich da dabei. Ja, hier habe ich noch Kompressen dabei, auch noch sehr, sehr wichtig und größere Pflaster und hier drinnen habe ich dann noch ein bisschen Skalpelle, alles natürlich sauber verpackt, dass da das Ganze steril ist und auch verschiedene Größen und auch habe ich hier dabei was zum Nähen. Das sind steril verpackte ja, Nadeln oder wie man da immer sagt, weiß ich, das sind so halbmondförmige Nadeln zum Nähen mit Faden, verschiedene Sachen. Sind auch sehr gut. Ich warte mal, wenn ich mich schneide, werde ich mich selber nähen irgendwann einmal. Ich wollte es letztes Mal machen, weil ich mir den Finger gehackt habe, aber da bin ich kurz drauf nach Amerika geflogen, von dem ich habe es lassen, um eine Infektion vorzubeugen, falls was wäre. Ja, hier habe ich noch so Steri-Stripes, die sind sehr gut, die habe ich schon ein paar Mal genommen. Bei kleinen Schnittwunden und so kann man das tapen, da muss man es nicht nähen, sind auch wirklich sehr empfehlenswert. Red's mit einem Arzt drüber, da kriegt man so ein Zeug. Man kann es auch über Amazon bestellen oder eBay. Und so schaut jetzt mein Erste-Hilfe-Set aus. Da ist jetzt ja, sehr viel drin, was ich brauchen kann. Ich hoffe, dass ich es nie brauche, aber man hat gesehen, dass ich mich auch hin und wieder verletze, weil ich doch kein Profi bin und schneide mich öfter mal oder haue mich auf den Finger auf. Da ist immer irgendwas, wenn man raus ist, dass man sich leicht verletzt und da ist das eigentlich jetzt ausreichend. Ja, dann sind wir jetzt so weit durch. Das war jetzt einmal ein kleiner Einblick in einen Teil von meiner Ausrüstung, wo sie für Touren mitnehme. So schaut das eigentlich aus, aber wie gesagt, ich passe das individuell immer an. Sprich, ich nehme mir Hängematte mit anders ab und so weiter und so fort.
Aber so im Großen und Ganzen war es das. Wer natürlich jetzt Verbesserungsvorschläge hat, gerade im Bereich First Aid, bitte schreibt es in Kommentarfunktion oder schreibt es mir E-Mail, weil ich bin für sowas immer offen. Ich versuche das immer weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und da bin ich für jeden Tipp sehr dankbar. Das sehe ich jetzt nicht als Kritik an, sondern ich nehme das wirklich auf und setze das auch um. Genau, solange es sinnvoll ist. Okay, ansonsten bin ich jetzt da fertig. Ich würde das ein bisschen einräumen in den Rucksack. Wir haben jetzt dann hier einen schönen Teekocher, weil da hinten habe ich gesehen, sind Brombeerblätter. Ist natürlich sehr gut für ein Hals, weil ich bin immer noch nicht fit. Also bei mir ist es das schon über 2 Wochen her. Mein Männerschnupfen, und irgendwie kriege ich das nicht so richtig weiter. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt momentan nicht rausschlafe, sondern erst ab nächster Woche wieder, wenn ich wieder wirklich fit bin und kann wieder auch Sport machen, weil momentan ist absolute Pause bei mir, weil ich nicht so richtig fit bin. Ich habe immer noch alles verschleimt, immer noch Kopfschmerzen und Halsschmerzen, und es klappt nicht so richtig. Okay, man sollte vielleicht Antibiotika nehmen, haben manche gemeint, aber da bin ich jetzt nicht so der Fan davon, dass ich wegen jedem Schmarrn Antibiotika nehme. Das wird mit Sicherheit schneller heilen, aber es wird auch so besser. Und da haben so kleine Ausflüge in die Natur raus natürlich perfekt dafür. Und einen schönen Tee aus dem Wald, der heilt mich dann schon. Und hoffe, es war ein bisschen interessant. Man kann es natürlich extrem ausführlich machen, aber dann wird es ja 5-Stunden-Video. Und von dem her passt es jetzt so. Also. Meine Flaschen habe ich auch gefunden, weil ich es gerade sehe. Das gefällt mir so stark. Super. Schön, wie ein schöner Tag. Und bei mir schaut es so aus, wie gesagt, ich mache mir jetzt den Tee und wir dann weitermachen mit dem Dreh, und zwar YouTube extra. Die Fragestunde oder Fragerunde läuft momentan im Hintergrund bei Instagram. Ich habe schon einige Fragen reingekriegt. Ich will mir wieder ein paar rauspicken und die beantworten. Und somit sage ich jetzt Servus und wir sehen uns bald wieder. Ganz klar. Das wird wahrscheinlich das letzte Video von dem Jahr, aber gleich Anfang des Jahres gibt es dann eine neue Jahresansprache von mir, und dann geht es auch gleich wieder weiter auf Tour. Und Ende Januar bin ich ja in Amerika unterwegs mit dem Kajak, ein paar Tage mit dem Kajak, da bin ich ein bisschen bei den Krokodilen unterwegs und fahre dann quer durchs Land und wir dann ein bisschen Bushcraften gehen mit dem Daniel wieder, ein bisschen angeln und so weiter und so fort. Ganz genau einen Plan habe ich noch nicht. Aber das kommt jetzt auch, und auch viele andere Sachen kommen demnächst, aber das möchte ich alles in dieser Jahresanspruchsrede, oder wie sagt man dazu, die Jahresansprachsrede, ich glaube, so sagt man, da will ich das alles ein bisschen genauer erklären. Okay, dann mache ich weiter mit dem Dreh. Ich wünsche euch alles, rutscht gut um ins neue Jahr und wir sehen uns bald wieder. Habe der euch, der Weitler sagt Servus, Pfiat euch.